was ich wirklich mitnehme, ist von heute Morgen an, als ich kam bis jetzt, dass ich gesehen habe, dass überall kleine Grüppchen standen und sich unterhalten haben, über alle Ebenen, Volkshochschulen und so weiter hinweg. Und das war genau das irgendwie, was ich heute Morgen sagte, das muss es sein, damit ich finde, dass dieser Tag gelungen ist. Also herzlichen Dank. Was kommt Ihnen so in den Sinn, wenn Sie die Augen schließen? Wenn Sie an die digitale 2023 und dann vor allem an die digitale 2037 denken? Ich bin Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Das ist hier meine erste Konferenz. Was habe ich hier heute erlebt? Dass ich jetzt zum Beispiel aus dem Servicezentrum so viele Sachen aus anderen Volksschulen mitbekomme, das finde ich richtig toll. Und allgemein habe ich jetzt beim Making halt relativ viel gemacht, jetzt bei 3D-Drucken. Wollte jetzt später auch noch zu VR gehen und danach dort was ausprobieren. Aber so mit anderen Leuten kommunizieren und herausfinden, was sie machen, mit dem Sprechen und sowas, das finde ich halt richtig toll. Für die Zukunft und für die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft, auch als Stadtgesellschaft zu bewältigen haben, brauchen wir auch eine starke Berliner Volkshochschule als starker Lernort. Ich würde mal sagen, für die Transformation. Also das ist ein Ort, wo gelernt werden kann, sozial-ökologische Praktiken, die wir brauchen, Sachen, die wir vielleicht auch neu lernen müssen, also oder auch altes Wissen wieder lernen, so wie reparieren können oder Dinge mit der Hand tun können oder gut verhandeln können, unsere Stadt umgestalten. Also da kommt ja einfach viel auf uns zu, Energiewende, Mobilitätswende. Viele Dinge, die in den kommenden Jahren sehr schnell passieren müssen. Sowas wie ich hier gerade gehört habe über die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Unterricht, dass das gut eingebettet wird in den Unterricht, dass die Möglichkeiten gut genutzt werden und dass man trotzdem aber auch Regeln findet und Diskursräume findet, wo man sich darüber austauschen kann, welche Gefahren da drin stecken. Also dass Volkshochschulen weiter selbst reflexiv bleiben, um mal so ein Wort zu benutzen, dass sie sozusagen sich immer wieder auch klar werden über die Bedingungen, unter denen sie handeln. Und die Bedingungen, unter denen man handelt, wenn man Digitalisierung sehr weit treibt, müssen immer noch demokratisch sein. Sie müssen demokratisch ausgehandelt werden und sie müssen aufgrund bestimmter rechtlicher Rahmenbedingungen erfolgen. Das heißt, eine unkontrollierte Entwicklung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz ist sicher nicht das, was die Erwachsenenbildung will und auch nicht das, was für die Volkshochschulen gut ist. Was wir unter Lernen verstehen und unter Wissen verstehen, wird sich wirklich, glaube ich, sehr, sehr stark ändern, dadurch, dass KI so viel leisten kann. Es muss geschult werden, wie wir die KI am besten benutzen können für Lernen, für auch die nächste Generation natürlich. Ist ja dieses große Problem, dass irgendwie Schüler anfangen, Essays über KI schreiben zu lassen und so. Das wird sich nicht zurückdrehen lassen. Es ist dann eben die Frage, lernen wir, wie wir dieses Wissen benutzen, wie wir diese Quellen benutzen, so wie wir auch gelernt haben, das Internet zu benutzen. Dass es Plug-and-Play-mäßig am besten funktioniert und die Leute dann auch wirklich gerne darauf zurückgreifen. Wenn das gut funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass in 20 Jahren das Lernen tatsächlich ganz anders aussieht und die KI beispielsweise da einfach nur mit einzieht, so dass weiterhin einfach eine Vertrauensebene da bleibt und auch eine Beziehungsebene, die ja Lehrkräfte und Lernende einfach haben, die ich total wichtig finde und die auch jetzt eine Abgrenzung dazu ist, beispielsweise sich einfach nur YouTube-Tutorials anzugucken und bestimmte Dinge zu lernen. Also ich glaube, das ist was die VHS auch ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass Lernen viel stärker selbstbestimmt und individualisiert wird. Das heißt also, ich suche mir genau raus. Ich brauche dieses kleine Bausteinchen, um für mich zu lernen und ich
möchte aber zusammenkommen mit Personen, die mir da helfen können, die mit mir lernen können. Ich brauche eine Flexibilität vielleicht. Ich bin mal digital dabei, mal bin ich vor Ort. Vielleicht lösen sich auch so die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden auf. Es gibt nicht mehr den einen Experten für alles, sondern wir kommen zusammen und wir lernen voneinander. Ich hole mir die Expertise von dem einen, ich gebe die Expertise wiederum dem anderen. Also ich glaube, da verändern sich Rollen auch in 20 Jahren. Ich wünsche mir, dass Volkshochschulen öffentliche Orte sind, an die man einfach, also die man auch identifiziert als so gute Lernorte. Also ich glaube, das ist teilweise schon der Fall, aber ich glaube, da ist noch Luft. Und dass Volkshochschulen sich didaktisch öffnen, also beispielsweise auch informelle Praktiken Eingang finden, sowas wie Makespaces zum Beispiel, wo Projektlernen funktionieren kann, wo Menschen mit Ideen, mit Herausforderungen, die sie identifiziert haben, hingehen können und Lösungen suchen zusammen und da Hilfe finden. Gute, starke Lernorte für eine vielfältige Stadtgesellschaft, die Bedarfe auch aufnimmt von einer sehr diversen, auch postmigrantischen Stadtgesellschaft und als guten Lernort für alle. Ich finde es wichtig, über unsere Gestaltungsmacht nachzudenken. Wenn wir in die Zukunft blicken, denken wir oft darüber nach, wie wir sie gestalten können, ob wir sie gestalten können. Und das heißt, wir können uns im Hier und Jetzt auch schon fragen, welche Zukünfte sind vielleicht vorstellbar. Vielleicht gibt es aber auch Zukünfte, die wünschenswert sind. Und wir können auch diesen wünschenswerten Zukünften hinzuarbeiten. Es ist eine aktive Entscheidung, im Hier und Jetzt eine Gesellschaft, eine VHS in 20 Jahren zu gestalten. In Bildungskontexten reflektieren, also verstehen und reflektieren, aber auch ins Handeln kommen. Weil das ist das, was angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen in der Welt absolut notwendig ist.